Warte. Ich verstehe halt nicht, wieso du den Sprung jetzt zweimal vorhin geschafft hast, da rechts. Und sobald du den hier machen sollst, kriegst du dich da schon wieder. Was machst du denn? Ich habe keine Ahnung. Mach den doch einfach genau so. Ich versuche es. Ich versuche es wirklich. Hier, guck. Da war er doch. Ja. Schon wieder. Jesus Christ. Sag mal. Ich check's gerade wirklich überhaupt gar nicht. Ich auch. Es ergibt keinen Sinn. Ich mach's doch gleich. Also irgendwie. Oh boy. 2,5 Tage später. Komm grad nicht drauf klar. Also. Nee. Pass auf. Mhm, ja, da ist er. Das gleichst du einfach an dem Vorsprung, Chris. Das gleiche. Ich versteh's nicht. Das ist bestimmt einfach gefixt worden, dass man es an der Stelle nicht mehr machen kann. Nee, definitiv nicht. Ja! Ja! Jetzt gehst du einfach nach unten. Hier oben? runter. Nicht da in die um Himmels Willen nicht in die Barriere. Einfach runter. Einfach hier runter. Und dann hier. Einfach runter. Und dann nach rechts. Genau. Jetzt nach rechts. Jetzt gehst du weiter nach rechts. Hier ist kein Easter Egg. Also wirklich, hier ist nichts. Also, bye. Ja. Wie gesagt, ja. Ich mag ja keine Easter Eggs. Also schön, dass es hier keins gibt, ne? Weißt du, wem du zu verdanken hast, dass hier kein Easter Egg ist? Ja. Vielleicht. Weil du hier hingejumpt bist, oder was? Vielleicht ein bisschen. Oh. Also wirklich, hier ist nichts bei. Was passiert, wenn ich jetzt... Du bist da wieder zurückgesetzt, genau. Wollen wir das nochmal machen? Einfach, um das Easter Egg nochmal zu zeigen, was nicht... Also, ich meine, das ist wieder Nicht-Geburtstag quasi. Oh boy, oh boy, oh boy. So faszinierend, weißt du, ich bin so der Typ, der übt 10 Jahre lang für irgendein Turnier, kann alles perfekt, weißt du, und dann verkackt er einfach beim Einschreiben oder so, weil er den Namen vergisst oder so. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich zu der Situation eben. Das stimmt. Oh. Da sind wir, das ist das Hauptquartier der ersten Gelehrten. Oh, was für ein süßes kleines Haus. Ja, habt ihr ja gesagt, dass wir eine kleine Gilde sind. Da ist wieder das Minus-Minus-Gesicht. Also dann, Ladies first. Ja, dann mal viel Spaß. Okay. Merci beaucoup. Seit ich in Paris war, sage ich nur noch merci übrigens. Egal zu welcher Situation. Ständig. Okay. Der Chat ist wieder da. Ah, die Newbies sind da. Oh mein Gott, siehst du überhaupt was? Der Kollege hier ist Buggy. Bonjour, Emily. Lea. Schön, euch kennenzulernen. Lukas. Hast mal wieder ein paar Mädels abgeschleppt, ah? Der Blick von den anderen. Oh Gott, er ist Papyrus, ey. Ja, er ist fucking Papyrus. Er ist einfach Papyrus. Jetzt wissen wir, außer bevor er ein Skelett wurde. Ja. Er sagt doch klar, was sonst, ey. Die anderen warten oben. Wie immer. Nimm ihn nicht zu ernst. Achso, ja. Okay. Ja. Ja. Ich sehe schon, wie du mir meine Sprechrollen wegnehmen willst. Scheiße. Haben der Weiße Bob dasselbe Charakterdesign gewählt? Gleiche Klasse, keine Ahnung. Hallo, Raphael. Ne, das hast du sprechen. Ich habe ja schon 2 hier.
Noch, Raphael. Nenn sie nicht Noobies, das ist gemein. Ach komm schon, Chefin, du weißt doch, ich mach nur Spaß. Na, wen haben wir denn da? Die ist ja knuffig, ey. Ja. Willkommen in unserem bescheidenen Hauptquartier. Mein Nickname ist Lin. Lin. Aber ihr könnt mich Linda nennen, oder einfach Lin. Ich nenne sie Linda. Oh Gott. Bitte tu das nicht. Und das ist Albert. Oh, guten Tag. Angenehm. Bonjour, ich bin Emily. Hi, Lea. Pentafist, ja? Ich lese immer Pazifist, wenn da Pentafist steht. Das ist schlimm. Ein Pentafist und ein Spheromancer. Ach, wie schön. Ein Pazifist, der alles verprügelt. Wenn ihr zu uns kämt, hätten wir Mitglieder aller 5 Klassen. Oh, ich bin schon wieder etwas vorschnell. Lass uns nach nebenan gehen, da ist es etwas bequemer. Okay, Mann. Frau. Ist einfach voll eckig, das in den Schultern. Das sieht geil aus. Ja. Die eckigste Rüstung der Welt. So ein gemütliches Häuschen. Das hatte ich mir gar nicht vorgestellt. So vorgestellt. Vielen lieben Dank. Das ist genau das Haus, was ich schon immer haben wollte. Natürlich ist es nicht die Festung, die so manch einer erwarten würde. Aber mal im Ernst, wir paar Leutchen hier wüssten mit so viel Platz gar nichts anzufangen, stimmt's? Ja, und es ist jetzt auch nicht gerade so, dass wir uns das Schloss unserer Träume leisten könnten. Ja, ja. Also, seid ihr nur 4 Mitglieder im Moment? Nicht ganz, meine Liebe. Jemand aus unserer Gilde ist kürzlich beigetreten, der ist aber gerade offline. Insgesamt sind es also 5 Mitglieder. Dum, dum, dum. Und jetzt, wir haben gerade erst angefangen zu spielen, richtig? Eigentlich ist das schon meine 3. Woche mit Crosscode jetzt. Ja, also genau genommen. Genau genommen die 4., weil ich eine Woche Pause hatte. Mhm. Oui, wir sind vorhin erst in den Bergen angekommen und waren gerade dabei, uns die Minen vorzuknöpfen. Oh, wunderbar. Der erste richtige Dungeon, der ist immer was Besonderes. Das ist das erste Mal, dass ihr vor einer Kulturstätte der Ahnen stehen werdet. Oha, was ist das? Ich mag ihr Face auch. Ja, ja. Und diese Stätten sind das, wonach wir Sieger suchen. Quasi siegen. Schließlich versuchen wir, das Geheimnis der Ahnen zu lüften, ne? Ne? Und jede Stätte birgt ein paar Teile des großen Puzzles. Oui, oui, die Handlung. Stimmt. Stimmt, meine Liebe. Wusst ihr, dass das Geheimnis der Ahnen immer noch nicht vollständig gelüftet ist? Scheiß Early Access. Wirklich nicht. Oh ja, das Ganze ist ganz schön ausgefuchst. Der offizielle Weg im Spiel wird dir nur einen Teil des Geheimnisses verraten. Es werden immer wieder neue Quests veröffentlicht, durch die man weitere Informationen erhält. Somit steht das Zusammensetzen des großen Puzzles noch aus. Und darum geht's bei unserer Gilde. Wir sind die ersten Gelehrten und wir studieren die Ahnen. Wir wollen die ersten sein, die das Geheimnis lüften. World first, bitches! Einfach hier den Videa-Typen da gucken. Der macht bestimmt auch Lore-Videos zu Crosscode. zu Cross-Worlds, wie es hier heißt, meine ich natürlich. Verzeihung. Ja, ah, ich verstehe. Also wir sollen ja in-game bleiben. Und nun verstehst du auch, warum unsere Gilde so klein ist. Sei still, Raphael! Du singst schon wieder diese Melodie aus diesem anderen Spiel, was du immer zockst. Ich find's ganz gut, in einer kleinen Gilde wie dieser zu sein. Großen bringen immer so viel Stress und Verantwortung mit sich. Genau wie bei den YouTubern damals. Ja, ich finde schon, dass mein Kanal so klein ist. Das haben die Minecraft-Videos. Oh Gott. Und was war das noch? Was ist denn jetzt aktuell? Fortnite bestimmt. Ja, Fortnite natürlich. Fortnite-Videos, natürlich. Ich finde das schön so. Stimmt's, Lea? Mhm. Lea, meine Liebe, du bist die ganze Zeit so still. Stimmt was nicht? Links merkt's mal jemand an. Ja. Ach, sie ist nur schüchtern. Auf jeden Fall würde ich gerne beitreten. Du auch, Lea?
Mhm. Also, wo können wir unterschreiben? Katzenschnute. Bei Doppelkatzenschnute. Let's go. Moment, Moment. Wir haben hier eine kleine Tradition für neue Mitglieder. Ist Raphael auch eine Schriftart? Ein Quiz. Raphael. Ein Quiz? Oh, keine Angst, das ist sehr einfach. Wir wollen euer Wissen über die Ahnen testen. Aber dafür müsst ihr leider erst die Tempelmine in Bergen abschließen. Was, Sigi hey, ist da? Sigi. Ah, hi, tatsächlich, Sigi, hallöchen, Nasknet. Hallo. Aber dafür müsst ihr... Ach ja, es ist dein Charakter und du hast es schon vorgelesen. Gleich zwei ja. Fails in einem. Achtet drauf, dass ihr alles in der Stätte genau studiert, dann seid ihr für das Quiz gut vorbereitet. Ich erkenne gerade ein Muster. Ich glaube, ich werde Charaktere, die in meine Party kommen, zukünftig immer identifizieren können. Sie haben immer irgendwas im Gesicht. Lea hat eine Narbe, Emily hat Sommersprossen. Das heißt, der nächste Charakter könnte ein blaues Auge haben. Zum Beispiel. Okay. Oder ein Tattoo. Oh. D'accord, hört sich gut an. Komm schon, Lea, auf zum Dungeon! Yeah. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Es war mir eine Freude, euch beide zu treffen. Ihr könnt jederzeit vorbeischauen, wann immer ihr wollt. Aber bevor ich es vergesse, lasst uns noch unsere Kontaktdaten austauschen. Geil. Alles Klärchen, meldet euch, wenn ihr für das Quiz bereit seid. Was? So. Ja, so. Mhm. Ah. Solange sie online sind. Wiederholen? Nö. Nö. Nö, nö, nö. Muss jetzt nicht wiederholt werden, ne? Ihr seid also entschlossen, den Dungeon zu zweit zu machen? Darauf kannst du einen lassen. Euch ist klar, dass Dungeons instanziert sind, oder? Das bedeutet, beide von euch müssen den Dungeon alleine schaffen. Oui, oui, wissen wir. Wir werden gleichzeitig reingehen, ein Rennen veranstalten, um zu sehen, wer als erster durchkommt. Genau wie beim Rhombus Dungeon, da hab ich gewonnen. Naja, um ehrlich zu sein, war es sehr knapp. Oh Junge, ihr seid ein ganz schön wetteiferndes Gespann. Boing. Ripsatzack. Der Arme. Guck mal hier, das ist der Sandsack da. Das bist du. Ne? Mhm. So. Und das bist du, wenn du dich dazu entscheidest, bei deinem Spiel die Sprites zu bearbeiten. Du Ass. Puh, endlich ist alle Arbeit geschafft, aber ich glaube, ich überarbeite mal. Oh, wow. Der Chat schön. Oh Gott. Hallo, meine Lieben. Bitte fühlt euch wie zu Hause und sagt mir, wenn ihr etwas braucht. Ich fand es schön, ich so, das bist du. Du denkst so, mhm. Lin, ich hab mich gefragt, ob du wohl die Anführerin der Gilde bist. Die Shots. Ja, so könnte man das wohl sagen. Ich hab die Gilde zusammen mit Al gegründet. Alphonse Eric? Aber wir sind alle eher wie eine Familie hier. Genauso fühlt es sich auch an, wenn man in dieses wunderbare Heim kommt. Mit so vielen erwachsenen Kindern. Tja, am Herzen sind wir alle geblieben. Das Leben ist nun mal zu kurz, um alles so bier ernst zu nehmen, ne? Ne? Oui. Ne. Nickt. Ich meine, mhm. Ich sag's, nickt. Genau. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz aus dem Fenster rausklicken, Leute. Sekündchen. Moment. Nickt. Di-di-di-di. So. Okay. Guten Tag euch beiden! Pardon, dein Name war Albert, ne? Das ist korrekt. Ich habe manchmal so kleine Wutprobleme. Darf ich fragen, welche Klasse du spielst? Das wäre der Hexercast. Ah, das ist die Magierklasse, ne? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wirkst du nicht wie ein Magier, Monsieur. Schwitz. Schon gut, das höre ich öfter. Ist das so?
Na dann, viel Erfolg in den Tempelbienen. Danke. Voll eingeschüchtert. Der ist nicht gerade gesprächig, ne? Ja, wieso? Er hat auf deine Frage geantwortet. Albert ist super. Ich weiß gerade. Du darfst endlich in den ersten Dungeon. Ja, aber warte mal. Was denn? Ich muss was ausprobieren. Oh Gott. Okay, scheiß drauf. Ich wollte gucken, ob ich noch einmal hinkriege. Aber jetzt wurde ich zu meinen Gefühlen verletzt worden von diesem kleinen Sprung da. Buggy ignoriert, habe ich gar nicht gesehen. Ra, da, 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 da. Hast du wegen das, was ich denke, rausgeklickt? Höchstwahrscheinlich ja. So. Was denn? Ach so, okay. Also gut, Lea, der hier ist eine ganz andere Nummer als der letzte. Nur eine kurze Zwischenfrage. Wie lange wolltest du heute streamen? Ich werde den Dungeon... Also kann man speichern in Dungeons? Ja. Ja gut, wollte schon sagen. Ich bin sicher, dass ich ihn beenden werde heute. Passt schon. Ich glaube, wir sind bereit. Also Lea, sollen wir den Dungeon... Ja? Nur so. Nur so fragt er, nur so. Ja. Mhm. Bon, also dann auf die Plätze, fertig, los. Viel Glück, Lea, ich werde am Ende des Dungeons auf dich warten. Was stand da gerade? 2? Da ist irgendwas aufgeploppt in meinem Gesicht. Ich hab nichts gesehen. Jetzt gibt's Red. Oh nein. Nein. Mein schlimmster Albtraum. Eisphysics. Ja. Nein. Der erste Dungeon ist ein Eis-Dungeon. Eisphysics. Was ist denn zumindest? Laserspitzhacke. Ah, die sollte ich versuchen. Stimmt. Laserspitzhacke. Naja, solange es vernünftige Eisphysics sind, nicht so wie in der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Weiß nicht, ob du da mal reingesehen hast, aber die Eisphysics, das sind ziemlich... Ah, wie soll ich sagen, Leute? Wie habe ich es nochmal genannt im Stream? Katastrophale Unverschämtheit und absolut beschissen, unnormal und kacke? Ich meine, ich glaube, du weißt, dass ich Crash eh nicht sonderlich mag. Richtig. Und ich sag mal, die Insane Trilogy, als ich sie ausprobiert habe, hat meine Meinung nicht unbedingt geändert. Laser-TNT. Also die Eisphysics im Spiel waren echt sehr verschlimmbessert, nenn ich's mal. Brrr. So, und ich kenne ja deinen Erkundungsdrang und so. Ja. Aber es gibt noch eine kleine Sache, die du wissen solltest. Ja. Wenn Emily sagt, sie macht mit dir ein Wettrennen, dann ist das tatsächlich so. Oh. Du bist, wenn du das gewinnen willst, bist du timed. Let's go, Chris. Warte, ich kann bestimmt darüber glitschen. Das schafft man nicht, oder? Wobei, das sieht so aus, wird man es schaffen, aber ich probiere es gar nicht. Ist gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay, Time, Leute! Speedrun! Mon Dieu! Moment. Ja, Best Anime Freak. Bis aufs Rumbus Dungeon Rennen kannst du jedes gewinnen. Bringt das denn was? Außer Story? Achievements! Oh, scheiße! Achievements, Chris! Bringt das was, das da drauf zu schieben? Natürlich nicht. Kriegt man angezeigt, wie weit sie schon ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Wieso auch? Sie hat ja gesagt, sie wartet am Ende. Es gibt für die spezifischen Dungeons spezifische Timer, aber ich habe nicht im Kopf, wie lange du da hast. Ich glaube, ich weiß, wie lange du für diesen Dungeon hast. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht 100% sicher. Zeitmäßig jetzt, oder? Ja. Ah ja, okay. Nee, andersrum. Bringt das was? Nö. Du kannst auch Waves laden, um das Achievement zu bekommen. Was kann man da? Du musst das nicht im First Try schaffen. Ach so. Nur halt, wenn du kein Safe Game vorm Dungeon mehr hast, das ist halt blöd. Ja.
Temple Mine waren 90 Minuten. Okay, gut. Tja, Chris. 90 Minuten hierfür? Mhm. Ist das eine großzügige Zeit oder ist das schon Zeit? Also fürs erste Mal ist es, sag ich mal, sportlich. Ja, dann scheiß ich da mal drauf. Ach so. Ach so. Warte halt. So. Nein, so. Ah ja, okay. Okay. Rätsel! Ja, fürs erste Mal sind 90 Minuten echt hart. Es ist, ja. Tja, Leute. Ja, es ist nicht unmöglich. Ah. Was er dazu gesagt. Es ist nur nicht leicht. Ja, ja, das ist ja. Das dachte ich mir. Und wenn du den Dungeon natürlich kennst, dann wird es natürlich leichter. Ganz klar. Und wenn du dann wie ich hergehst und keinen Bock auf Puzzles hast und die Hälfte skippst. Oh. Natürlich, weil. Ohne zu cheesen, natürlich, ne? Ja, yeah, natürlich, was? No cheese. Warte mal, Boing, boing. Dann geht's ja da drunten dran. Ist ja kacke. Da. Ja, Chris, du magst doch Schieberätsel so gern. Ja, ja. Alles gut. Jetzt mach mal. Ich beschwer mich ja nicht. Ich guck nur. Ich analysiere. Deine Schieberätsel werden endlich gegen dich verwendet. Endlich! Endlich, sagt er. Rache! Oh, ich werde nur noch Schieberätsel bauen, mein Guter. Oh Gott, nein! Also ich mag ja Schieberätsel wirklich. Aber ich weiß, dass das vielleicht nicht bei jedem. Pass auf. Ich hab das schon gelöst. Mhm. Bin schon fertig. Ja, nice. Glaube ich jedenfalls. Na, schauen wir mal. Oh. Sehr Whee. Schön. Geil. Ausrüstung geortet, 1. Ah, das stand ach da eben. Ach so, okay. Du hast den. Ja, ich habe dieses Item an, ja, diesen Detektor. Eine gute Idee. Ja. No? Was war das? Alter, der Schaden, ey. Ist mir doch egal, dass ich hier komme. Face tanken, bam. Du wirst im nächsten Spiel Schieberätsel, wie du noch nie geschieberätselt hast. Oh Gott. Wolltest du nicht das Item einsammeln? Doch, ich hab nur geguckt, ob ich vielleicht erstmal die Gegner hier töte. Ja, Face-Tank, guck mal jetzt, zack, einfach aufs Gesicht. Was für ein geiles Game, das stimmt. Cross-Code ist ein geiles Game. Ups, ah. Eisphysik stand nicht in meinem Vertrag. Und das sage ich, weil ich biased, das Fakt bin natürlich. Was? So, Ausrüstung nee, geordnet. Ein gutes Spiel. Da. Minendokument. Mhm. Ja, jetzt rat mal, welche Minendokumente ich übersehen hatte. Oh. Was hat mir das jetzt gebracht? Ist das eine Tür geöffnet? Ah ja. Nee, warte mal, hier war ich ja schon. Mhm. Hä? Oh. Ist der jetzt aktiv? Ah ja. Oh. Relativ okay für RPG Maker. Okay, aber es geht nur eine Etage erst. Da habe ich schon gesehen, die Laserspitzhacke. Links. Gottes Willen. Hui. Bum. Bum. Yay. Kann ich auch selbst zünden nochmal? Ja, du kannst nochmal drauf schießen. Einen ladenden Schuss, ja. Kaboom. Mhm.
Okay. Du kannst dich auch selbst sprengen, ja. Ah. Ja. Katsching, katsching. Puff. Das ist, wenn ich hier... Okay. Nee, meine Frage wurde beantwortet. Boing. Katsching, katsching. Die machen übrigens Schaden. Ja. Weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Brrr. Weißt du, wer auch Schaden macht? Oh. Bruder, versuch's doch gar nicht erst. Ah, zwei nochmal. Okay. Aua. Boing. Was versucht er denn da? Zack. Voll aufs Gesicht, Leute. So, irgendwie muss ich die Bombe noch weiter carryen können. Aber wie? It's a mystery. So nicht. Nee. Nimm nochmal dieser einen Move. Da drauf. Badum. Rudi. Wie sah das in einem anderen Raum aus? Mm-mm.